purer Begeisterung. Oh ja. Skepsis. Ja, das wollen wir nicht, wenn es am Arsch ist. Oder stiller Genuss. Eins ist klar, der 10. internationale Saumagenwettbewerb ist ein Mix der Gefühle. Aber von Anfang an. Herxheim 9 Uhr. Heute geht's um die Wurst oder besser den Saumagen. 100 verschiedene wollen probiert und bewertet werden. Um die Titel kämpft auch Laurent Ball. Seit 30 Jahren ist er in der Metzgerei Kern in Rohrbach auch für die Pfälzer Spezialität zuständig. Wir dürfen ihm bei der Zubereitung über die Schulter schauen. Er verwendet Saumägen, mageres Schweinefleisch, Speck, Hackfleisch, Kartoffeln, Eis, Lauch und Gewürze. Die Basiszutaten also. Doch wie kommt's, dass die Saumägen so unterschiedlich schmecken? Unterschiede hauptsächlich im Gewürz. Merkt man den großen Unterschied. Manche machen viel Majoran dran, manche mit einem Nelkengewürz. Koriander, also im Saumagen, kommen dann mal nur Naturgewürze dran. Das ist halt unterschiedlich, wie die Gewürze in der Menge dran kommen. Das Ganze wird dann zu einer Masse vermischt und in den Saumagen gefüllt. Die Mägen werden dann 4 Stunden gebrüht. Fertig ist die Pfälzer Spezialität und die große Hoffnung auf den Preis. Doch ist die eigentlich heute immer noch so beliebt? Wir haben in Landau nachgefragt. Na, als Kind schon habe ich den gefuttert immer. Also den gab es überall hier bei uns und bei meiner Mama und auf jedem Schlachtfest. Ich gehe immer auf ganz viele Schlachtfeste. Das ist was ganz Wunderbares. Warum essen Sie es nicht? Nicht meine Art, von Fleisch zu essen. Zurück zur Saumagenmeisterschaft. Die Jury bewertet hier die äußerliche Beschaffenheit, Schnittfestigkeit, Verarbeitung und Geruch und Geschmack. Damit alles fair abläuft, werden die Saumägen anonym verkostet. Wie Balls Kreation ankommt, wissen wir also noch nicht. Schnittbarkeit, Konsistenz, Schnitt, alles volle Punktzahl. Zusammenstellung, Materialauswahl, Geschmack. Ist perfekt. In Ordnung. Perfekt. Schöne, größere Fleischstückchen drin, Kartoffeln. Doch schon bald steht der Siegersaumagen fest. Und bei diesem Produkt haben wir eine ausgeglichene Verteilung von Kartoffeln, Kräutermischung und Fleischanteil. Und der Geschmack, der war hervorragend, so typisch. Typisch, wie ein Saumagen schmecken muss. Und deshalb hat er die höchste Punktzahl von 50 Punkten erhalten. Und somit geht der Gewinnerpokal nach Landau. Aber auch Laurent Ball geht nicht leer aus. Sein Saumagen wird mit der Bronzemedaille prämiert.